freue mich sehr, Sie im Namen des BAI zur Alternative Investor Conference 2016 begrüßen zu dürfen. Das ist mittlerweile die 9. BAI Alternative Investor Konferenz. Wir sind mittlerweile, ich sag mal, im deutschsprachigen Raum die etablierte Konferenz rund um das Thema Alternative Investments. Ein Highlight und ein Alleinstellungsmerkmal unserer Konferenz ist der Investoren-Workshop. Für uns ist es wichtig, auch mit den Investoren zu diskutieren. Wir wollen Education betreiben. Wir wollen, dass die Investoren eben auch von den anderen lernen, dass man sich auch möglicherweise zusammenfindet und dass daraus ein Dialog entsteht, der am Ende dazu führt, dass alternative Anlageklassen auch unter den deutschen Investoren stärker verbreitet werden. Es ist eine ganz tolle Veranstaltung, sehr viele interessante Vorträge, viele Themenbereiche, eben Regulierung, Investmentopportunitäten und für mich eine ausgezeichnete Möglichkeit, mich mit anderen Investoren in dem Bereich auszutauschen. Wichtig ist natürlich ein spannendes, hochkarätiges Rahmenprogramm zu haben, das auch immer abseits von den reinen Anlage- und Regulierungsthemen liegt. Dazu gehört zum Beispiel auch eine Keynote vom Professor Raffelhüschen am heutigen Tage, der die Generationenbilanz vorgestellt hat. Wir sind eine alternde Gesellschaft. Wir haben einen Sozialstaat, der die Alternden entsprechend bedient. Wir sind ein Sozialstaat, der ist überzogen und der ist vor allen Dingen überzogen, was die Ansprüche der Alten angeht. Und die Jungen, ob die das so mitmachen oder nicht, das steht eben halt zur Frage. Und wenn wir denen dann sagen, dass ihr als zu wenig für sehr viele von uns dann zahlen müsst, dann werden unsere Kinder uns sagen, dafür können wir was. Denn sehen Sie, der Verursacher des Problems ist ja das Problem zugleich, nämlich wir selbst. Also wir, die geburtenstarken Jahrgänge, sind das Problem. Wir denken immer, wir haben was, wir sind das Problem. Und wir sind die Verursacher. Denn hätten wir mehr Kinder in die Welt gesetzt, hätten wir das Problem ja nicht. Ganz wichtig ist natürlich auch aus unserer Lobbyarbeit heraus Regulierung, Aufsicht oder Politik auch einzubinden. Da ist es sehr wichtig, dass wir morgen früh den Herrn Hufeld, den Präsidenten der BaFin, als Keynote-Speaker begrüßen dürfen, der einen Vortrag hält, welche aktuellen Herausforderungen sich der BaFin stellen im Spannungsfeld zwischen Verbraucherschutz und Finanzmarktstabilität. Als weitere Keynote morgen der Professor Fratscher, den ich hier gar nicht im Detail vorstellen brauche, der auch deutschlandweit und auch international sehr bekannt ist, ein sehr renommierter Ökonom, der dann am Ende auch über die volkswirtschaftlichen Aspekte Niedrigzinsumfeldes berichten wird. Eingebettet in diese Keynotes sind eben eine Vielzahl von Fachvorträgen aus Mitgliedsunternehmen. Und das sind wirklich im Kern Fachvorträge, die eben auch von dem Investorenbeirat ausgewählt werden. Die sind sponsoringfrei. Insofern geht es da um Qualität und da geht es nicht um Sponsoring. Und natürlich geht es auch darum, ein breites Forum an Themen anzubieten. Und dafür haben wir schließlich noch die Breakout-Sessions, wo wir dann parallel laufende Workstreams zu unterschiedlichen Themen aus dem Bereich Alternative Investments bringen. Ich glaube, wenn man so einen Vortrag machen will zu dem Thema, dann ist das hier eigentlich genau das richtige Forum. Denn ich glaube, hier haben wir auf der einen Seite extrem fachkundige Leute, die sich das Thema angucken aus verschiedenen Blickwinkeln, die aber andererseits auch konkret in diese Themen investieren. Die sehen auch die Schwierigkeiten damit, die wissen auch, dass es nicht einfach umzusetzen ist. Insofern haben wir hier ein fachkundiges Publikum, für uns hervorragend. Für uns ist es
einfach interessant zu sehen, welche Themen treiben die Investoren um, was sind auch ihre Ansprüche, Anforderungen. Da können wir jedes Jahr eben hier eine ganze Anzahl von wichtigen Informationen mitnehmen. Dieses Jahr haben wir die Frau Kleinschmidt gewinnen können, Gewinnerin der Rallye Dakar. Meine größte Angst, die ich habe beim Autofahren, also beim Rennenfahren, ist eigentlich, dass ich einen Fehler mache und den Teamerfolg damit sozusagen in den Sand setze. Das ist natürlich auch eine große Parallele, wenn natürlich derjenige, der entscheidet, ich sage jetzt mal, was hier gekauft wird, was nicht gekauft wird, worin investiert wird. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr ähnlich. Dieser Verantwortung muss man sich bewusst sein. Ja, wir sind zum ersten Mal hier. Für uns ist Alternative Debt ein sehr großes Thema. Deswegen denken wir, wir müssen zu der Veranstaltung, die letztendlich hier in Deutschland ist, auch dabei sein. Und wir haben das so weit uns engagiert, dass wir auch Hauptsponsor sind. Seit Jahren verbessern wir die Konferenz. Wir versuchen eben auch die Impulse, die uns die Teilnehmer aus den Vorjahren geben, zu verarbeiten. Wir versuchen uns jedes Jahr zu verbessern und wie die Teilnehmerzahl zeigt und auch der Zuspruch von Investoren, sind wir auf dem richtigen Wege.